Willkommen zurück zu Mario und Luigi Duitium Wars. Nicker Wüstenarbeiter aufgepasst. Um die schräg liegenden Schalter zu betätigen, wird ein länglicher Gegenstand benötigt. Länglicher? Ah, ich habe ein. Okay, das kam falsch. Die Baustellenleitung empfiehlt einen Baumstamm. Was? Dagegen zu lehnen. Tschüss, Traum Luigis. Und hallo, Kisso. Ihr Bein hat mich befreit. Vielen Dank, meine Freunde. Du bist gerade erst befreit worden. Aber ich muss dich etwas fragen. Prinz Traumbert. Wir müssen den Traumstein finden, bevor er in den falschen Händen fällt. Er muss sich hier in der Wüste befinden. Aber wo genau weißt du, wo er sein könnte? Der Traumstein, der liegt ein ganzes Stück hinter der Treibsanddüne da drüben. Wie sollen wir da bitte schon raufkommen? Hier, den werdet ihr sicher brauchen. Du hältst einen Schlummeriten. Tja, jetzt kann der Dude, der da mit ein paar drunter gefallen ist, wieder rauf. Nochmal Glück gehabt. Oh, das ist... Denkt daran, ihr werdet mehr als einen Schlummeriten brauchen, um zum Traumstein zu gelangen. Ihr müsst also auch die anderen Torwächter finden. Sie sind vermutlich genauso in der Traumwelt gefangen, wie ich es eben auch. Könnt ihr sie retten, werden sie euch sicher gern helfen, so gut sie können. Vielen Dank, mein Freund. Mario, Luigi, ihr habt gehört, was er gesagt hat. Machen wir uns auf die Suche. Ja. Hast du das gesehen? Diese magische Treppending war plötzlich einfach da. Wow, ihr habt es echt geschafft. Ihr Jungs seid unglaublich. Hippie, verratet Blockburger bloß nicht, dass der Kleine runtergefallen ist. Er kann doch jetzt wieder rauf, oder einfach nicht? Aber keine Sorge, wir verraten nix. Und das ist anscheinend Blockburger. Ist das alles, was du drauf hast? Wir sind hier doch nicht beim Ballett. Steck mehr Kraft in deine Schläge. Ja, Chefin, und schon unterwegs. Und du da auch. Bei dem Tempo sind wir doch nie bis Sonnenuntergang fertig mit der Arbeit. Verstanden, Boss. Alter, wie sie die umkommandiert. Also bei so einer Chefin hätte ich echt die Meinung gegeigt. Mega, wenn ich meinen Job verliere.
Hey! Hey, du! Ja, du Kerl in Rot mit dem Bart. Du siehst ganz brauchbar aus. Du bist eingestellt. Und jetzt mach dich an die Arbeit. Wir haben hier schließlich eine ganze Wüste, die erschlossen werden muss. Hey! Aber der hier, bei dem bin ich mir noch nicht ganz sicher. Wirkt etwas schwach auf der Brust. Nanuchi stark. Was, ihr braucht gar keinen Job? Dann verschwendet sofort von meiner Baustelle. Was, ihr sucht doch einen Traustein in der Wüste? Was seid ihr eigentlich, Wanderclowns? Ich kenne die Gegend hier in und auswendig und so was habe ich noch nie gesehen. Ach übrigens, Brock Walker ist der zweite nervige Charakter. Ja, Blöckle war der erste nervige Charakter und jetzt kommt Brock Walker. Ist garantiert ein Irrtum, dass dieses Ding hier sein soll. Ein Stein, der jeden Wunsch erfüllen kann. Hey, irgendwo in der Wüste versteckt. Im Ernst? Hört mal, mein Job ist, die Wüste hier irgendwie für Touristen zu schließen. Die Jungs und ich, wir schuften uns schon seit Jahren damit ab. Aber von irgendeinem Traumstein habe ich noch nie gehört. Noch nie was gehört. Aber gut. Ich war noch nie in dem Gebiet hinter dieser Talsanddüne. Wer weiß, vielleicht findet ihr da ja irgendwo euren Traumstein. Wird allerdings sicher hart, da hochzukommen. Bis jetzt hat es noch nie jemand bis ans obere Ende der Düne geschafft. Fast so, als wollte irgendwer verhindern, dass jemand da hochklettert. Ziemlich seltsam, wenn ihr mich fragt. Was, ihr wollt wissen, wie man da hochkommt? Woher soll ich das wissen? Hab euch doch gerade erzählt, dass ich noch nie da oben war. Aber jetzt, wo du mich fragst. Ihr seht diese vier Statuen, ja? Ja. Alle hier haben diese Löcher, seht ihr? Ja. Kommt mir ein wenig komisch vor, euch nicht? Ich meine, wofür sollen diese Löcher überhaupt gut sein? Na, für diese Schumariten, die wir im Krankenhaus gekriegt haben. Was, ihr wollt euch ein wenig in der Wüste umschauen? Na, mir soll's recht sein. Passt nur auf, dass ihr uns nicht im Weg rumsteht. Und jetzt husch, husch. Ich habe hier schließlich noch ein Team zu motivieren. Zurück an die Arbeit, ihr Lappen. Als ob das nicht durchgehen lässt mit Lappen. Ach du Scheiße, und das ist nicht mal... Nee. Also die hat nicht mal alle Lappen an zum... Geht klar, Boss. Und die hören auch auf sie. Ach du Scheiße, da muss man fangen, um die noch überhaupt Geld kriegen. Man kommt wirklich nicht. Gut, speichern. Tipps. Der Traumstein ist irgendwo in der Neckarwüste, finde ihn. Finde einen Weg über die Treibsanddüne, um deine Suche nach dem Traumstein fortzusetzen. Ja. Wird schon sofort erledigt. Aber ich muss erstmal was trinken. Ich habe meinen Mund vorsichtig geredet. Einen schönen leckeren Fruchtiger. Viel besser. Oh, aber das sieht hier schön aus, muss ich echt sagen. Soll wohl eine Oase werden oder was? Sowas. Ja, auf dem Bau ist es halt sehr hart. Daher schon so ein rauer Ton. Aber die arbeiten hier nicht so mit Maschinen.
Tempobohne. Brüderbohne. Gut. Gehe ich mal hier rauf. Oh, ihr seid einfach so auf dem Bohrschiener geklettert. Na gut, passt besser auf. Hey! Ihr seht den roten und den grünen Knopf, ja? Wenn ihr also damit mit dem Hammer draufhaut, aktiviert ihr die Bohrer. Du machst das schon gar nicht schlecht. Und du, Grüning, du kannst das gleiche auf deiner Seite machen. Wow, du bist ja auch ziemlich gut. Ist der Bohrer wieder oben, fährt der Bohrschiener weiter. Halt, wartet mal. Ihr seht diesen langen, schmalen Schalter. Das ist ein Haltepunkt. Wenn ihr von diesem Ding runter wollt, müsst ihr den Haltepunkt anbohren. Ich will aber nicht runter. Schade. Ich weiß, verrückte Konstruktion. Aber nur so lässt sich dieses Baby anhalten. Mit dem Bohrer könnt ihr auch Felsen zertrümmern. Und manchmal findet ihr, naja, vielleicht auch Zeug unter dem Felsen. Ist auf jeden Fall praktisch, wenn man den Bohrschiener fahren kann. Glaube ich, die aus Wort. Hier unter war nix. Naja, soll es, glaube ich, eine Art Tutorial sein. Für den Bohrschiener. Hey, wartet mal. Ach nee, nicht die schon wieder. Ich habe echt keine Lust, euch weiter auf meine Baustelle rumlungern zu lassen. Wenn ihr bleiben wollt, dann müsst ihr auch mit anpacken. So wie alle hier. Kommt her. Und jetzt an die Arbeit. Oh, keine Sorge. Wir arbeiten, wird natürlich auch bezahlt. Bezahlt? Dann machen wir natürlich mit. Wir sind schließlich geldgeil. Bereit, dann los. Und haltet euch bloß irgendwo fest, sonst fallt ihr noch runter und haltet hier den Betrieb auf. Aber dass wir uns verletzen, macht sie sich keine Sorge. Beim ersten Mal gibt es viele Tools. Vergesst nur nicht, dass hier ist kein Spielplatz. Ich weiß. Erstmal braucht ihr eine Einweisung. Stopp! Zeit, dass wir das Ding hier wenden. Das Teil da drüben musst ihr mit dem Bohrer treffen. So, wechselt ihr die Richtung. Ihr müsst schon aufpassen, wenn ihr das Ding... Ihr schaut nur mal kurz auf euer... Stopp! Ihr kennt das Spiel, dreht die Kiste um. Gar nicht schlecht. Wie allerdings schwieriger, wenn dieses Baby... Ihr müsst unbedingt an euer Timing arbeiten. Ey, sag genau die richtige. Wirklich. Stopp! Das hier ist wichtig, hört also gut zu. Euer Job ist es, ist so viele Felsen zu zertrümmern, wie ihr könnt. Ja, ihr seht ja selbst die ganzen Felsen, die hier in der Gegend rumliegen. Die liegen hier im Weg, also macht sie einfach weg. Dafür müsst ihr sie nur mit dem Bohrer treffen. Also macht euch bereit. Hey, wir sind noch nicht fertig. Scheiße. Das reicht. Na gut, wie viele Felsen habt ihr zertrümmert? 5? Ziemlich Schlepperei, Jungs, aber gefeuert seid ihr nicht. Na, zumindest im Moment noch nicht. Der war gut. Ihr müsst einfach nur die Strecke abfahren und die Felsen neben den Schienen zertrümmern. Und seht ihr diese Bohrschienenplattform? An jeder Abzweigung findet ihr so eine Plattform. Der Pfeil zeigt in die Richtung, an die die Bohrschiene einschlagen wird. Wenn ihr die Richtung ändern wollt, müsst ihr die Plattform umdrehen. Okay. Die Plattform umzudrehen ist allerdings etwas aufwendig. Ihr wisst doch, wie man unter die Erde kommt, oder? Ich war natürlich lebendig. Der war auch gut.
Danach einfach unter der Plattform auftauchen und das ganze Ding umdrehen. Aber bevor ihr mit der Plattform weitermachen muss, will ich euch noch etwas anderes erklären. Um die restlichen Felsen könnt ihr euch später kümmern. Ja, das werde ich bestimmt machen. Gibt noch eine Menge Felsen in der Gegend. Ach ja, und unter ein paar Felsen, was soll's? Gibt Leute, die sagen, die sind irgendwie Kisten aus Stein. Das ist also die gesamte Baustelle, oder wie? Groß, aber naja. Und schon sind wir wieder zurück. Ach so, diesen Block solltet ihr euch gut merken. Ja. Ist ganz leicht, sich die Bohrschiene an einen bestimmten Ort zu bestellen. Springt einfach gegen den Block, dann kommt er. Also gut, der Unterricht ist vorbei. Und jetzt an die Arbeit. Ich habe euch angeheuert, damit ihr die Wüste Felsen zertrümmert. Je mehr Felsen ihr zertrümmert, umso mehr Kohle kriegt ihr. Hoffe, das ist nicht zu kompliziert für euch. Keineswegs. Zum Abschluss der Lektion zertrümmern wir den Felsen da drüben. Los, Luigi, du schaffst es. Ich glaube an dich. Oh, ein Kissen. Was das ist, das ist ja schon wieder eins von diesen Kissen-Dingern. Mario, Luigi, schaut euch das Ding nur an. Wir sollten sofort damit in die Traumwelt aufbrechen. Das wird Borger bestimmt nicht gefallen, dass Luigi so pennt. Hey, wer hat euch eigentlich erlaubt, hier eine Pause zu machen? Jetzt mal still. Oh. Scheiße, Glitzersterne. Ja. Gut gesagt, Glitzersterne, wirklich gut. Wir sind beschäftigt. Omi, ich sollte euch sofort. Aber davor solltest du echt an deinen Manieren arbeiten. Grava! Glitzerstern hat Blockburger richtig gedisst. Ach du Scheiße. Aber Blockburger hat auch nichts anderes verdient. Oh, der Traumstein. Also der, ich meinte. Ja. Yeah. Der Altraumsplitter. Aber wie sollen wir den bitte zerstören? Kann ich gar nicht. Ups. Möglich. Um was für ein Illusionsobjekt handelt es sich diesmal? Das wird anscheinend nasal aktiviert. Das klingt komisch, nasal. Ich werde in Kontakt mit der Wache treten. Oh, ich glaube, ich muss mein 2DS aufladen. Spricht er schon wieder im Schlaf? Was? Die Nase drehen? In dem Traum muss es ja abgehen. Dreh Luigis Nase im Kreis. Es dreht sich. Wie können wir uns das zunutze machen? Ich möchte gerne speichern. Ja, Mario, kann sich dort festhalten. Dann drehen wir das Luigis Objekt. Dreh Luigis Nase im Kreis. Ja. Jetzt bist du auf dieser Seite. Ja. Weißt du noch, wie man ein luxuriöses Objekt verlässt? Drücke die R-Taste, um das Action-Symbol umzuschalten und drücke dann den B-Knopf. Gut. Speichern schnell, bevor mein 2DS ausgeht. Und auf. So. 2DS legen. Also, wenn ich das nicht gemerkt hätte, dass 2DS rot leuchtet. Bevor aufs Spiel fixiert. Das wird das erste Mal, dass mein
zweite Halbzeit ausgehen würde. Ich weiß, einige als Player haben das schon hinter sich. Aber das wäre wirklich mein erstes Mal. Vor allem hätte ich das alles nochmal durchmachen müssen. Das wäre echt nicht witzig gewesen. Ich weiß jetzt nicht, wo lang. Mal hier lang. Und ich sollte mal Mario heilen. PS müsste ausreichen. Ja klar, meine Fresse. Aber ich kann irgendwie immer nur einen treffen. Man müsste auch irgendwie mehrere treffen können. Eine ganze Menge Traumlüge verpasst. Besten ist BP. Luigi hat ein bisschen wenig. BP. Das habe ich, glaube ich, ganz gut auch so. Ich weiß nicht, wie man diese Attacke da ausweichen soll. Und wird definitiv getroffen. Wolltest du nur beraten? Dann bis zum nächsten Part von Mario und Luigi Dream Team Wars. Scanne ein Like und ein Abo da, wenn euch der Part gefallen hat. Mir ja.
Teilt das Video mit euren Freunden, Verwandten und wie auch immer. Und dann bis zum nächsten Part. Mario Luigi Dream Team Bros. Naja. Ich glaube, Daumen hoch oder Daumen runter. Mario und Luigi Dream Team Bros wird immer bunter. Bis dann und ciao.